Jetzt geht es nochmal um die 5128. Hintergrund ist diese kleine Niete hier, die zeige ich aber gleich nochmal in der Großaufnahme. Wir fahren hier einfach mal so und stellen die Weiche um. Wenn wir uns die Weiche jetzt genau anschauen, ich stelle sie mal gerade und messen hier das Stück aus, dann sind das hier so von hier, wo ist mein Zeiger, bis hier 7,5 cm. Und wenn wir jetzt hier die Lok daneben legen, kann man das sehen, dann erkennt man, die Räder stehen genau auf diesem Stück. Wie ist jetzt die Stromversorgung, wenn die Lok geradeaus fährt? Ihr Mittelleiter, Mittelleiter, Mittelleiter und dann muss ja die Masse von hier kommen. Ich habe hier ein kleines Lämpchen. So, da stecken wir hier mal in den gelben Anschluss und verbinden es hier mit der Masse. Wunderbar leuchtet. Das heißt, hier auf diesen Stücken, hier, hier und hier, ist, wenn die Weiche auf geradeaus steht, Masse. Was passiert, wenn wir die Weiche auf die Kurve stellen oder um die Kurve? Dann bekommt hier die Lokomotive den Strom über den Mittelleiter. Und wenn hier jetzt Masse drauf wäre, dann gäbe es ja einen kurzen, weil der Schleifer sitzt hier auf und kommt dann auf das Stück. Könnte also hier gar keine Masse drauf sein, sondern es müsste der Bahnstrom drauf sein. Nehmen wir wieder unser Lämpchen. Jetzt aber die eine Seite nicht in die gelbe Buchse, sondern braun die Masse. Ich nehme mal die Lok runter und verbinde jetzt diese Krokodilklemme hier. Und wir sehen, wenn ich den Regler, ich muss mal hier vorstellen, hier, Moment, wenn ich den Regler des Trafos drehe, scheint hier tatsächlich jetzt nicht mehr die Masse anzuliegen, sondern der Bahnstrom. Das ist ja eine super Technik. Dann schrauben wir mal die Weiche auf und gucken uns das an, wie Märklin das realisiert hat. Ich mache hiervon mal eine Großaufnahme, aber ich mache erstmal, ja, wunderbar. Man sieht, hier sind die beiden Spulen. Hierüber werden die Weichenzungen angesteuert, hier diese Stahlfedern. Und hier ist so eine Art, so, ist ein Mikroschalter und wird über den Weichenantrieb geschaltet. Hätte es ja vorher putzen können, sagt bestimmt gleich meine Frau. Ich hole mal einen Pinsel und mache das sauber. So, hier sieht man jetzt, da
wird der Bahnstrom abgegriffen. Und diese Seite hier ist mit der Masse vernietet. Jetzt noch ein kleines Update zum Thema Oberleitung. Ich werde das Video unten in der Beschreibung und oben in den Infokarten verlinken. Aber damit man das sich nicht anschauen muss, gibt es jetzt einen Schnelldurchlauf. 1935 bringt Märklin im Maßstab 1 zu 87 mit der Bezeichnung 00 durchgehender Mittelleiter, weiter Schwellenabstand, dieses Gleis auf den Markt. Es gibt noch keine Oberleitung. Erst 1938 gibt es diese Oberleitung mit diesem Typ Gusseisen, Metallfuß hier, der auch isoliert ist gegen den Masten zur Oberleitung. Diesen Typ gibt es bis 1949. 1950 haben wir dann auch schon diesen Gleistyp durchgehender Mittelleiter und 50 bis 51 gibt es diesen Typ, auch Gusseisen, aber man erkennt hier den Unterschied. Ein bisschen mehr in die Mitte. 50, 51 ist hier schon der Ausleger angeschrägt. 1952 gibt es noch Gleis mit durchgehendem Mittelleiter, kommt dieser Typ auf den Markt, dann führt ab 1953 Märklin die Punktkontakte ein und das habe ich im letzten Video nicht dargestellt. Ab 1975 gibt es einen neuen Typ der Oberleitungsmasten. Man erkennt hier von 52 bis 74 sind die Verstrebungen hier schräg und hier sind sie waagerecht und man kann den Fuß hier abmachen. Das als Update. Viel Spaß mit der Modelleisenbahn, bleibt gesund und bald mehr auf dem Kanal hier. Ach ja, und wenn ihr Wünsche habt zu Themen, was ich vorstellen soll, dann schreibt es einfach in die Kommentare, Anmerkung, Kritik und bis bald.